Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Gut, in der letzten Folge hatten wir ja diese Nachthorde auch gerade so überlebt. Ein paar Reparaturen haben wir ja schon durchgeführt. Ich werde jetzt hier noch ein paar Spikes legen und dann wollte ich mal ein bisschen durch die Gegend rennen. Mal gucken, ob wir noch was Schönes finden. Ja, im Grunde sind wir ja noch nicht großartig ausgerüstet. Ich werde mal hier anfangen zu setzen, weil hier komme ich dann vielleicht nicht mehr rein. Hier hatte sich ja die Horde so ein richtiges schönes Loch reingefressen. Dadurch ist die Seite natürlich sehr angreifbar. So, hinter mir ist jetzt nichts. Nicht, dass ich gleich in die Pika selber laufe. Ich höre schon wieder irgendwo ein Zombie. Irgendwann muss er auch mal gut sein hier. Da oben rennt er. Ist schon wieder viel zu grell hier. Oh, hier mal ein bisschen absichern. Warum will der den da nicht hinsetzen? Wer weiß, was da wieder liegt. Sieht man unter dem Schnee jetzt nicht. Also jetzt auch erstmal nicht stören. Wir jetzt hier einfach nur ein bisschen absichern, dass wir die Horden nachts nicht gleich wieder ins Haus rennen. Du siehst mich nicht, dann ist gut. 29 Stück haben wir noch, die werden wir mal hier direkt ins Haus setzen. Und hier muss dann natürlich noch eine ganze Masse mehr Spikes wieder hin. Hier haben sie ja auch alles weggenommen. Erstmal wieder so den Rundumschutz. Dann bin ich erstmal schon wieder zufrieden. So, dann haben wir noch 6. Können wir hier so die Ecke ein bisschen noch auskleiden. So. Und dann machen wir hier auch schon mal die zweite Reihe. Gut. So, dann räumen wir uns mal aus und dann werden wir mal ein bisschen durch die Länder reinziehen, weil wir sind ja nun auf der Karte noch überhaupt gar nicht weit gelaufen. So, unseren Umkreis haben wir, aber wir sollten doch mal ein Stückchen weiterlaufen. Vielleicht dann mal hier hin irgendwie gucken, was da ist. Da müsste ja irgendwann in die Stadt kommen. Ich schmeiße jetzt auch alles nur hier unten rein. Oh, hier ist ja alles noch kaputt. Ah, kein Eisen bei. Gut, Eisen müssen wir auch besorgen. Ah, wir haben ja noch alles bei. Ganze Fleisch und so. Wo ist der Hirsch in diese Pika gelaufen ist. Wenn wir mal gleich hier reinpacken. Bisschen Holz haben wir auch noch. Ah, das ist viel zu viel, ne? Das sollte reichen. Dann machen wir uns hier mal ein bisschen Fleisch wieder. Trinken haben wir eigentlich noch bei, das reicht. Und dann mal hier alles reinschmeißen, was wir jetzt nicht brauchen. Ah, den will ich mitnehmen. Das kann auch hier bleiben. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Die leeren Gläser können auch erstmal hier bleiben. Denk mal, Federn finden wir auch unterwegs. Steine nehmen wir mal ein paar mit. Genauso wie das Eisen. Da können wir vielleicht. Ich habe noch Papier in der Tasche. Das kann natürlich auch weg. Und so viel Holz brauchen wir im Grunde auch nicht bei haben. Oh. Okay. Ein bisschen Holz ist gut, wenn man das bei hat. Haben Knochenbruch? Wo habe ich den denn her? Haben wir zufällig Stoff hier irgendwo? Ja. Ist aber sehr dicht. Machen wir uns mal schnell hier ein Splint und dann rennen wir da mal hin. Hat uns die Horde doch schlimmer erwischt, als es aussah. Habe ich gar nicht gemerkt. Ach, Ruhe da. Wir sind auf der Durchreise. Genau da hinten, wo die ganzen Zombies an diesem Waffenladen sind, wa?
Obwohl, die müssten ja vielleicht sogar noch weg sein, weil die haben wir ja alle ausgemerzt. Na, wir werden mal gucken, ob wir was Schönes in der Kiste finden. Ob wir bei den Nebel die Kiste überhaupt finden. Ist auch noch so eine Frage. Ich finde das gerade sehr überdreht hier. Ich muss vielleicht das Gamma mal ein bisschen ändern. Da hinten ist er. Das sieht ja gerade keiner, ne? Video. Gamma. Na, ist trotzdem noch hell, ne? Der ist doch jetzt nicht draußen gelandet, ne? Im verseuchten Biom. Das wäre echt ärgerlich. Der war doch hier oben irgendwo, ne? Oh, direkt an der Grenze. Rocket Launcher. Okay. Nehmen wir mit. Gut, wo wollten wir jetzt hin? Wir sind jetzt direkt an der Grenze. Ach, Ruhe, habe ich gesagt. So, dann werden wir mal den Weg aufnehmen zu unserem roten Fähnchen. Mal gucken, ob wir da was Neues finden. Hier sehe ich ein paar Vogelnester. Da gehen wir natürlich hin. Waren wir schon dran? So ein Ärger. Haben wir bestimmt an den Autos auch schon. Ja. Und ja. Gut, mit den Gamma ist jetzt zu dunkel, ne? Gut. Sind ja gleich aus dem Schneegebiet raus. Sollte sich das auch bessern. Ja, am besten querfeldein. Da hinten war ich ja schon überall. Wir könnten ein bisschen Eisen mitnehmen hier, ne? Sieht uns denn jetzt einer gerade? Nö. Haben wir doch mal ein bisschen zu reparieren zu Hause. Das ist gut, wenn man ein bisschen Eisen hat, ne? Wo wir hier gerade so ein paar Ressourcensteine haben, das ist bestimmt nicht schlecht, wenn wir die einfach mal mitnehmen. Wir müssten dann noch mal sehen, dass wir in unserer Höhle weiterbauen. Habe ja bei Pulsar gesehen, dass es auch in der Erde wieder Rohstoffe gibt. Der hat da ja eine ganze Masse. Der hat sich da ja in seinen Musik 7 Days Videos ja schon richtige Höhlengänge und so aufgebaut. Sollte da mal vielleicht reinschauen. Und da hat er auch eine ganze Menge Ressourcen drin, die ich hier draußen nicht finde. Und dann gehe ich aus, dass in meiner Höhle vielleicht auch irgendwann mal Ressourcen kommen, also werde ich da mal weiter buddeln. Achso, ich bin jetzt gerade völlig kaputt, wundere mich gerade, warum ich nicht rennen kann. Wie viel Eisen haben wir denn? 90. Na, ist doch schon mal eine gute Zahl. Könnten wir ja schon mal ein paar Pfeile wieder machen. Was fehlt denn? Federn. Gut, Federn werden wir finden unterwegs noch. Da bin ich ganz zuversichtlich. Ach, Scheinesen. Sollte vielleicht nicht so viel rennen. Warum bin ich jetzt aufgestiegen? Ach so, wegen den Pfeilen. Oder Athletik wegen Rennen, oder wie? Super. Wollte ich schon immer haben. Na, hier ist aber viel Bewegung. Da war ich doch bestimmt schon mal, ne? Ja, bestimmt. Gehen wir mal hier weiter. Tee könnten wir mitnehmen. Haben wir schon
eine ganze Weile nicht mehr mitgenommen. Könnten wir auch ein bisschen Lehm mitnehmen. Spaten haben wir jetzt gerade nicht bei, ne? Spaten, Spaten, Spaten. Machen wir uns mal ein. Nehmen wir hier mal ein bisschen Lehm mit. Könnten wir vielleicht sogar uns eine Mauer um unser Häuschen bauen. Mal mit Beton arbeiten. Ich glaube, dafür brauchte man Lehm. Ja, wir müssen doch ein bisschen was machen, weil demnächst kommen ja doch die größeren Horden und ja. Da möchte ich dann doch ein bisschen sicherer sein als bisher. Da bewegt sich so viel, muss ich echt aufpassen, dass mir nicht gleich wieder von hinten einer klatscht. Ist ruhig, ist alles gut. Einfach mal beruhigen. Ja, nehmen wir einfach mal ein paar Schippen. Leben mit hier. Kann nie schaden, wenn man noch ein bisschen was hat. Für die Forge brauchen wir eh wieder Leben. Ups. Voll daneben gehauen. Ah. Muss ein bisschen aufpassen hier. Hauptsache die schreien, bevor sie mich angreifen. Weil sie wenigstens Bescheid, dass sie da sind. Ah, da steigt man in Mining Level. Das ist schön. Schon. Na, nehmen wir noch ein bisschen mit. Ich würde sagen, dass die Stamina weg ist und dann gehen wir weiter. So. Noch einmal wahrscheinlich und dann ja, ist er erschöpft. So, aber den möchte ich noch komplett haben hier. Jetzt. Oh, Schippe brauchen wir nicht, das kann auch dann geklappt werden, würde ich sagen. Ja, und sonst haben wir noch nichts, was wir scrappen können. Wir könnten uns aber mal eine neue Iron Pickaxe machen, wenn das noch geht. Sieht natürlich nicht so aus gerade. Bei Stil. Müsste ich auch mal sehen, wie ich das mache. Ach, einmal Eisenfeld. Ist ja auch ärgerlich gerade. Na gut, wir sind ja auch nicht da, um jetzt großartig hier zu farmen. Wir wollen ja ein bisschen die Gegend erkunden und gucken, ob wir neue Sachen finden. Wir müssen ja noch ein paar Bücher finden und so. Bietet sich natürlich hier die Natur überhaupt nicht an. Sollte man irgendwo wahrscheinlich in der Stadt sein oder so. Aber manchmal findet man ja auch im Müllbeutel Bücher, die ganz interessant sind. Wo ist wieder die Stadt? Ne? Da wollten wir ja gar nicht hin. Hm, war da ein Nest? Da war ein Nest. Federn brauchen wir ja ein paar. Unsere Pfeile gehen ja immer wieder zur Neige, weil... Ja doch, hier so viele Zombies rumrennen. Oh, der hat uns gar nicht mitbekommen. Umso besser. Brüllt er uns nicht gleich wieder an. Ach, das war ein Hase. Ich wundere mich, was da gerade durch die Gegend rennt. So, da haben wir eine Straße gefunden. Das ist doch schon mal schick. Ein Zombie vernachlässigt mal elegant. Ja gut, der wird nicht gleich da sein. Gehen wir doch einfach die Straße hier lang. Da waren wir noch nicht. Ja, und ich würde sagen, die Folge ist für heute vorbei. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ja, in der nächsten Folge werden wir hier weitergehen.
Ja, dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.